Servus. In einem meiner letzten Videos, ich glaube es war da, wo es darum gegangen ist, was die ganze Vorsorge nützt, wenn ich nicht daheim bin, da habe ich erwähnt, dass ich mich um meinen Get-Home-Bag kümmern möchte. Also die Ausrüstung, die ich im Auto mitführe, um in einem Notfall auch zu Fuß über längere Strecken nach Hause kommen zu können. Das ist natürlich alles relativ, weil das auch die entsprechende Fitness für einen längeren Marsch voraussetzt und daran muss ich auf jeden Fall noch arbeiten. Trotzdem habe ich mir da etwas vorbereitet, weil mein Get-Home-Bag nicht nur für diesen Zweck gedacht ist, sondern gleichzeitig auch als Notgepäck dient, falls wir zu Hause einmal schnell raus müssten. Ich bin Tom von Stromausfall-Info und wenn du wissen möchtest, was ich mir dazu überlegt habe, dann mach das jetzt bequem. Fluchtrucksack, Get-Home-Bag, Notgepäck, Bug-Out-Bag. Es gibt so viele Varianten und Namen. Ich persönlich bevorzuge die Bezeichnung Notfallrucksack. Nachdem so etwas eine sehr individuelle Angelegenheit ist, erzähle ich dir einfach erst einmal ein wenig über meine Philosophie dazu. Was ich mir für Gedanken gemacht habe, was für mich Situationen wären, in denen ich so ein Gepäckstück brauche und was meiner Meinung nach hineingehört. Und weil so ein Rucksack bei mir eigentlich immer wieder verbessert und angepasst wird, zeige ich dir vermutlich erst in einem weiteren Video, was in meinem tatsächlich so drin ist. Weil ein paar Dinge gibt's, mit denen ich bei meinem Notfallgepäck noch nicht so ganz zufrieden bin. Und ich rechne natürlich fest damit, dass in den Kommentaren unten auch für mich sehr viele nützliche Anregungen von euch kommen werden, von denen ich sicher die eine oder andere ganz schamlos übernehmen werde. Deshalb ist es natürlich sehr hilfreich, wenn du unten auf den Abonnieren-Button klickst und auch auf die kleine Glocke daneben, damit du nichts verpasst, wenn das nächste Video erscheint. Es kostet dich nichts und hilft meinem Kanal sehr weiter. Ich sage schon mal Danke dafür. Was ist jetzt ein Notfallrucksack für mich? Das ist ein griffbereiter, fertig gepackter Rucksack, in dem ich alles drin habe, was ich für ein, zwei oder maximal drei Tage brauche, falls ich spontan und ohne Vorbereitung das Haus verlassen muss. Oder auch nach Hause kommen, weil mein Bug-Out-Bag ist gleichzeitig auch mein Get-Home-Bag, um einmal bei den in Prepper-Kreisen so häufig verwendeten Bezeichnungen zu bleiben. Szenarien für eine Flucht gibt es für mich allerdings nur sehr wenige. Erstens, weil ich meine Krisenausrüstung ja zu Hause habe und zweitens, weil ein sich Tage oder wochenlang im Wald durchschlagen in meiner Lebenssituation sowieso ein Ding der Unmöglichkeit wäre. Meiner Meinung nach ist das übrigens auch für mindestens 90% der Bevölkerung der Fall, zumindest bei uns hier im alpinen Raum und ganz besonders im Winter. So ein Szenario berücksichtige ich für mich deshalb nicht. Aber was wären jetzt für mich Ereignisse, die es notwendig machen, das sichere Zuhause zu verlassen? Das bestimmt kritischste und wahrscheinlichste Szenario wäre ein Brand. Ein Feuer bei mir oder bei einem Nachbarn, sodass wir wirklich sofort raus müssten. Erdbeben wäre auch so ein Fall, wobei ich jetzt nicht unbedingt in einem extrem erdbebengefährdeten Gebiet lebe. Bei einem Chemieunfall in der Nähe würde es wahrscheinlich eher heißen, bleiben Sie zu Hause und schließen Sie die Fenster. Und bei einer Bombenentschärfung gibt es normalerweise eine Vorwarnzeit, bis wann man das Haus verlassen muss. Überschwemmungen wären noch ein Thema, aber da wo ich lebe, ist die Gefahr dafür auch gering. Die Gefahr durch Grundwasser im Keller ist größer, das habe ich schon einmal gehabt, aber das erfordert jetzt keine Flucht. Die Waldbrandgefahr kann ich bei mir auch vernachlässigen, weil der nächste Wald ist über einen Kilometer Luftlinie entfernt. Und ein Blackout ist mit Sicherheit kein Szenario, wo ich an eine Flucht denke. Wenn ich in einer Großstadt leben würde, dann wäre das vermutlich etwas anderes. Das alles kann natürlich bei dir völlig anders ausschauen, was Flucht von zu Hause betrifft. Da muss sich wirklich jeder selber Gedanken machen, welche Krisensituationen realistisch sind und wie man sich am besten darauf vorbereitet. Mein Notfallgepäck soll also zwei Aufgaben erfüllen. Erstens, die wichtigsten Dinge dabei zu haben, wenn ich aus dem Haus raus muss. Und zweitens, nach Hause zu kommen, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin und irgendwo strande. Jetzt könnte man natürlich sagen, da reicht eine Kreditkarte fürs Hotel und vielleicht ein wenig Taxigeld, aber so einfach ist es dann doch nicht. Ja, so ein Fluchtrucksack sollte ja immer in Eingangsnähe stehen und nicht irgendwo im Keller oder in einem Schrank versteckt. Weil wenn es brennt, dann hast du keine Zeit, den noch irgendwo zu suchen. Dann kannst du vielleicht noch schnell was anziehen und den Rucksack nehmen und das Haus verlassen. Bei mir befindet sich mein Notfallrucksack im Auto in der Garage. Die ist ein paar Meter vom Haus entfernt.
Da wird also auch im Fall eines Brandes nichts passieren. Außer natürlich, es brennt in der Garage. Aber dann passiert wie im Haus eher nichts. Außerdem ist es bei mir so, dass ich in einem Minicamper durch die Gegend fahre und ein Teil meiner Ausrüstung, die ich sowieso zum Campen nutze, ist auch Bestandteil meines Notfallrucksacks und wird dann bei Bedarf einfach in diesem verstaut. Gerade jetzt im Winter ist es sowieso sinnvoll, immer ein paar Dinge für Notfälle im Auto dabei zu haben. Und deshalb habe ich mir gedacht, warum also nicht den Notrucksack auch als Notausrüstung im Auto nutzen. Es muss ja nicht immer die große Katastrophe sein, bei der du nur noch zu Fuß weiter kannst. Ein paar Stunden bei Schneesturm im Stau stehen zu müssen, wo dann nichts mehr vor und zurück geht, weil ein LKW quer steht, das kommt immer wieder mal vor. Da dann etwas zu trinken, Verpflegung und warme Sachen dabei zu haben, ist schon sehr hilfreich. Das mit der Übernachtung bei Schneesturm im Auto, das habe ich kürzlich einmal getestet, siehe Video da oben. Ich erzähle dir jetzt einmal, was ich mir so überlegt habe. Meine Notfall-Bug-Out-Get-Home-Prepper-Fluchtausrüstung steckt in diesem Rucksack. Zumindest derzeit, weil auch da ändert sich immer wieder mal was. Es ist ja eigentlich nicht sinnvoll, zuerst einen Rucksack zu besorgen und den dann voll zu stopfen, sondern du solltest schauen, was du unbedingt brauchst, um deine Krisenszenarien durchzustehen und dir erst dann eigentlich das passende Gepäckstück zulegen. Der schaut jetzt erst einmal recht groß und schwer aus. Das täuscht aber ein wenig. Da sind nämlich speziell im Winter auch Sachen drin, die zwar viel Volumen brauchen, aber nicht sehr schwer sind. Mein Schlafsetup zum Beispiel. Das ist also sozusagen die Maximalkonfiguration da. Der Rucksack wiegt vollgepackt so um die 12 bis 13 Kilo inklusive Wasser und hat ungefähr 45 Liter Volumen. Den gibt es für um die 75 Euro bei Surau. Ich verlinke dir ein paar Ausrüstungsgegenstände natürlich wieder unten in der Videobeschreibung. Das ist jetzt nicht der hochwertigste Rucksack, aber meiner Meinung nach ganz brauchbar. Vor allem, weil er ja nicht dauerhaft im Einsatz ist, sondern bei mir die meiste Zeit im Auto rumliegt. Jetzt stellen wir wieder ab. Ich hätte auch meinen Everlastock Half-Track nehmen können, da würden die Sachen auch gerade so drin Platz haben und der hätte das bessere Tragesystem und ist auch sonst hochwertiger verarbeitet. Aber der hat halt, wie ich ihn mir vor Jahren gekauft habe, auch das Vierfache gekostet, also so um die 300 Euro. Und inzwischen habe ich mit Schrecken festgestellt, kostet er mehr als 500 Euro. Dass Rucksäcke auch als Wertanlage dienen könnten, das ist mir bis jetzt noch gar nicht aufgefallen. Auf jeden Fall habe ich den für andere Zwecke öfter im Einsatz und wollte ihn mir deshalb dafür freihalten. Bevor wir uns anschauen, was da meiner Meinung nach alles hineingehört, sollten wir uns noch was überlegen. Nämlich, wo will ich denn in welchen Situationen überhaupt hin und wie lange? Wenn es beim Nachbarn brennt und ich raus muss, dann kann ich vermutlich in ein paar Stunden wieder in mein Zuhause, wenn das verschont geblieben ist. Ist meine eigene Wohnung abgebrannt, dann wird es schon schwieriger. Aber da gehe ich dann in ein Hotel oder zur Verwandtschaft. Bei Überschwemmungen wäre der Fall ähnlich, aber da kommt es darauf an, wie großräumig und wie heftig das Ereignis ist. Da werde ich unter Umständen in einer Notunterkunft landen. Oder ich versuche in einem nicht betroffenen Gebiet ein Hotelzimmer zu finden. Aber das ist sicher nicht ganz so einfach, weil da wird es vermutlich einen größeren Ansturm geben dann. Bargeld oder die Kreditkarte sind in so einem Fall natürlich nützliche Hilfsmittel. Dokumente wie zum Beispiel Versicherungsunterlagen sind in so einem Fall natürlich sehr wichtige Dinge. Wenn du davon keine Kopien im Notgepäck hast, dann solltest du so etwas zumindest in einem Bankschließfach oder an anderer Stelle getrennt von deiner Wohnung aufbewahren. Ich habe da einen USB-Stick mit den wichtigen Dokumenten wie Versicherungsunterlagen, Mietvertrag, Ausweise, Bankdaten etc. in meinem EDC. Da bin ich noch unschlüssig, ob ich den im normalen Alltagsgepäck lasse oder in den Notfallrucksack gebe. Da sind meine wichtigsten Daten verschlüsselt drauf, gespeichert, also hauptsächlich dafür, falls mit den Originalunterlagen zu Hause etwas passieren sollte. Natürlich kann ich den auch zum normalen Datentransport nur verwenden. Zusätzlich gibt es auch noch eine Kopie meiner Unterlagen bei mir im Büro. Komme ich bei Überschwemmungen oder anderen Naturkatastrophen in eine Notunterkunft, dann bin ich vielleicht auch froh, wenn ich meinen eigenen Schlafsack oder zumindest eine Decke dabei habe. Decken bekommst du in einer Notunterkunft zwar im Normalfall gestellt, aber ich finde es trotzdem angenehmer, in so einem Fall auf meine eigenen Sachen zurückgreifen zu können. Bei allen Ereignissen, bei denen ich auswärts übernachten muss, ist es immer ganz angenehm, wenn ich ein kleines Hygieneset dabei habe, damit ich mich waschen und mir die Zähne putzen kann. Und Wechselwäsche.
und ganz wichtig, persönliche Medikamente, wenn ich darauf angewiesen bin. Im Fall eines Blackouts würde ich persönlich ja nicht raus wollen, aber wenn du in einer Großstadt wohnst, dann kann Flucht natürlich eine Option sein. Da macht dann wieder das volle Setup mit Schlafsack, Nahrung, Wasserfiltermöglichkeit und so weiter Sinn, sofern du einen Plan hast, wohin du in so einer Situation überhaupt gehen kannst. Da habe ich neulich eine interessante Definition gehört. Bug-out ist es nur, wenn du wirklich eine Bug-out-Location und einen Notfallplan hast. Also einen Ort, an dem du sicher bist und wo du auch Vorräte und sonstiges Equipment hast. Ansonsten ist es kein Bug-out, sondern eine Evakuierung oder eine Flucht. Dann bist du Flüchtling. Aber das ist jetzt nicht so wichtig. Aber deshalb rede ich auch lieber von Notfallgepäck. Das ist ein universeller Ausdruck. Wenn ich jetzt aber nicht weg will, sondern unterwegs bin und nach Hause möchte und das aus irgendeinem Grund nicht mit dem Auto oder einem Taxi oder öffentlichen Verkehrsmitteln schaffe, dann kommt es natürlich auf die Entfernung an, was ich auf diesen Marsch alles mitnehme. Wenn ich jetzt nur 10 Kilometer von daheim weg bin, dann schleppe ich natürlich nicht die ganze Ausrüstung mit, die ich für ein mehrtägiges Szenario brauchen würde. Da wird dann nur das Nötigste in den Rucksack gepackt, der Rest bleibt im Auto. Wenn du diese Überlegungen für dich anstellst, dann kann es natürlich sein, dass du sagst, dieses oder jenes Szenario ist für mich völlig unwahrscheinlich, da brauche ich mich nicht vorzubereiten. Das ist in Ordnung, kein Thema. Notfallgepäck ist immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Ich bin jetzt nicht so oft hunderte Kilometer unterwegs und deshalb halte ich für mich persönlich die Wahrscheinlichkeit, dass ich wirklich einmal eine längere Strecke zu Fuß nach Hause bewältigen muss, für eher gering. Aber ganz ausschließen kann es auch nicht. Und deshalb habe ich trotzdem ein paar Vorbereitungen dafür getroffen, als Versicherung sozusagen. Das ist das Gleiche wie mit der Vorbereitung für einen richtigen Blackout, also einen europaweiten Ausfall von Strom und Infrastruktur für längere Zeit. Die Wahrscheinlichkeit mag vielleicht gering erscheinen, auch wenn ich persönlich sie als durchaus vorhanden einschätze. Aber wenn er tatsächlich eintrifft, dann ist es abgesehen von einem Atomkrieg wahrscheinlich eine der schlimmsten Katastrophen, die uns passieren können. Ich mache daher lieber ein wenig mehr und kann so vielleicht auch andere Situationen bewältigen, an die ich im Moment gar nicht denke. Und ja, ich sehe das Ganze natürlich auch ein wenig als nützliches Hobby. Irgendwann habe ich mal in einem Video gesagt, dass ein Notfallrucksack die erste Maßnahme zur Krisenvorbereitung sein sollte, wenn du noch gar nichts hast. Da kommt dann natürlich in den Kommentaren die Rückmeldung, dass das Blödsinn ist, weil Flucht die letzte Option sein sollte. Das stimmt sicher, dass das die letzte Option ist, aber wenn du für jede Person in deinem Haushalt einen Notfallrucksack zum Beispiel für 3 Tage hast, dann hast du auch schon mit den wichtigsten Dingen für 3 Tage vorgesorgt. Falls du nicht flüchten musst, weil darauf kannst du dann aufbauen. Und so wichtige Dinge wie persönliche Medikamente sowie Dokumente und Versicherungsunterlagen auf einem USB-Stick oder als Kopie hast du dann auch bereits vorbereitet. Persönliche Medikamente sind auch so ein Thema, die gehören unbedingt in ein Notfallgepäck. Ganz egal, ob du von daheim weg musst oder versuchst nach Hause zu kommen. Du weißt ja nicht, ob du in der Notunterkunft deine Medikamente, die du brauchst, wirklich bekommst. Es gibt zum Thema Bug-out oder Get-Home-Bag ja bereits unzählige Videos auf YouTube, wo dann der Navy SEAL oder der Marine erklärt, dass er mit dem kleinen 15-Liter-Rucksack tagelang nahezu pausenlos nach Hause läuft. Ich möchte diesen Menschen nicht absprechen, dass das für sie klappt. Aber der nur durchschnittlich trainierte Otto-Normalverbraucher wird das eher nicht schaffen. Überdurchschnittlich viele dieser Bug-out-Videos sind natürlich auch im Sommer gedreht. Videos mit wintertauglicher Ausrüstung findet man schon wesentlich seltener. Sich darüber Gedanken zu machen, finde ich in unseren Breiten aber wesentlich wichtiger als darüber, welche Knarre für den Luftfluchtrucksack die beste ist. Die meisten Menschen kennen ja die Dreierregel. Du überlebst maximal 3 Minuten ohne Sauerstoff, 3 Tage ohne Wasser und 3 Wochen ohne Nahrung. Aber was viele nicht wissen, maximal 3 Stunden ohne Schutz vor schlechter Witterung. Und du kannst auch bei 15 Grad plus an Unterkühlung sterben. Zum Beispiel, wenn du nass bist und es windig ist. Und deshalb finde ich es absolut wichtig, auch wärmende Kleidung und einen Regenschutz in einem Notfallrucksack zu berücksichtigen. Beziehungsweise eigentlich nicht erst im Notgepäck, sondern
Die an die zu erwartende Witterung angepasste Kleidung ist die erste Shelter-Schicht, wie der gelernte Prepper so schön sagt, also die erste Schutzschicht. Und wie ich schon so oft gesagt habe, im Winter nehme ich eine warme Jacke mit, auch wenn ich nur mit dem Auto ins Büro fahre. Ich weiß ja nicht, was unterwegs passiert. Brauche ich sie nicht? Ja, dann liegt sie halt im Auto. Ja, und? Ein weiterer wichtiger Punkt, wenn du vielleicht elegante Schuhe zum Anzug in der Arbeit tragen musst oder speziell jetzt die Damenwelt gerne modisches Schuhwerk anhast, sind gute Schuhe im Auto oder natürlich griffbereit neben dem Notgepäck, wenn du das in deiner Wohnung aufbewahrst. Die sollen am besten warm, strapazierfähig, vielleicht auch wasserdicht und vor allem auch gut eingelaufen sein, damit du damit eine Weile marschieren kannst. Dazu musst du dir jetzt nicht unbedingt neue kaufen, sondern vielleicht hast du Wanderschuhe, die du nicht mehr verwendest, die aber eigentlich noch zu schade zum Wegwerfen sind. Ein heißer Tipp für den Notfallrucksack sind auch warme Wollsocken zum Wechseln. Wenn du erst einmal kalte oder womöglich feuchte Füße hast, ist es sehr schwer, die wieder warm zu bekommen. Etwas, worauf ich auch ungern verzichten möchte bei meinem Notgepäck, ist etwas zu essen. Natürlich kommt man theoretisch bis zu 3 Wochen ohne aus, aber wozu? Ich merke schon, wenn ich einen Tag nichts esse, dass meine Leistungsfähigkeit nachlässt. Und in einer Krisensituation möchte ich ja erst recht leistungsfähig bleiben. Ich setze da auf langhaltbare Notnahrung, weil die verträgt sowohl die Wärme im Sommer als auch die Kälte im Winter. Das sind dann zum Beispiel kalt verzehrbare Riegel, die viele Kalorien auf wenig Platz bieten und auch gefriergetrocknete Menüs, die man mit heißem Wasser aufgießt für eine warme Mahlzeit. Dazu ist dann natürlich ein kleiner Kocher nötig, um an heißes Wasser zu kommen. Den brauchst du natürlich nicht unbedingt, wenn du nur an ganz kurzzeitige Ereignisse denkst. Aber weißt du das vorher, wie lange du zum Beispiel im Stau stehst? Ich wollte zum Thema Trekkingnahrung eigentlich noch mehr in diesem Video sagen, weil ich da in letzter Zeit auch einiges ausprobiert habe. Aber dazu mache ich lieber ein eigenes kurzes Video, sonst wird das hier zu lang. Und wenn es dich nicht interessiert, dann brauchst du das ja auch nicht anzuschauen. Es gibt natürlich noch viele weitere Bereiche, über die man sich für einen Notfallrucksack Gedanken machen kann. Erste Hilfe, Beleuchtung, Werkzeuge, Messer oder gerne übersehen natürlich die Hygiene. Wie schon vorhin gesagt, ist so ein Rucksack immer eine sehr individuelle Angelegenheit. Was für den einen absolute Notwendigkeit ist, ist für den anderen unnötiger Luxus. Es kommt auch immer ein wenig auf die eigene Leidensfähigkeit an. Du kannst vielleicht auf einer dünnen Bundeswehr-Isomatte schlafen, ich würde da kein Auge zutun. Deshalb möchte ich für die Nacht lieber eine bequeme, aufblasbare Isomatte dabei haben. Und noch eine weitere wichtige Sache, wenn du kleine Kinder hast, dann musst du für die natürlich auch mitplanen, was den Inhalt des Notgepäcks natürlich um einiges umfangreicher macht. Ab einem gewissen Alter können und sollen sie aber auch selbst einen kleinen Rucksack tragen und sind dann vielleicht sogar stolz drauf, wenn sie ein paar Kleinigkeiten selber transportieren können. Und sei es nur das Lieblingskuscheltier. Ein ganz spezielles Thema sind auch noch Haustiere. Was machst du mit denen, wenn du raus musst? Hund oder Katze kannst du vielleicht noch mitnehmen. Aber was ist mit dem Wellensittich, den Zierfischen, den, keine Ahnung, exotischen Schlangen, was auch immer. Frag mich jetzt bitte nicht nach einer Lösung dafür, ich habe nämlich keine. Aber Kommentare dazu sind natürlich gern gesehen, wenn du da eine Idee hast. Wichtig ist natürlich auch, den Notfallrucksack regelmäßig zu kontrollieren, ob alles noch vollständig und zeitgemäß ist. Auch an die jeweilige Jahreszeit angepasst. Oder sagen wir Notfallgepäck und nicht Rucksack, weil es muss ja nicht unbedingt immer ein Rucksack sein. Vielleicht kommst du für deine Situation ja mit einer Reisetasche oder einem Rollkoffer besser zurecht. Was ich in diesem Rucksack alles drin habe, schauen wir uns dann aber wirklich in einem eigenen Video genau an. Wenn du das nicht verpassen möchtest, dann bitte Abo dalassen und auf die Glocke klicken. Und nachdem ich ja immer noch Verbesserungsmöglichkeiten suche für meine Ausrüstung, stellt sich aber bereits jetzt für mich die Frage, soll ich mit dem Rucksack so groß bleiben, damit ich mehr wichtige oder vielleicht auch unnötige Dinge mitnehmen kann, oder kleiner, damit ich schneller und beweglicher bin, auch wenn ich dann zum Beispiel auf Übernachtungskomfort verzichten muss? Soll ich also an meiner Leidensfähigkeit arbeiten? Oder sind meine Vorbereitungsgedanken sowieso völlig übertrieben? Wecke ich womöglich bei anderen Begehrlichkeiten, wenn ich mit so einem Teil durch die Gegend laufe? Was ist deine Meinung dazu? Schreib mir gerne deine Vorschläge und Ideen unten in die Kommentare. Für heute sage ich danke fürs Zuschauen, fürs Teilen, Liken, Abonnieren, Kommentieren und so weiter und bis zum nächsten Video. Servus!